Hallo zusammen, wir haben wieder mal einen Monat geschafft und heute ist der 1. Juli und wir haben heute wieder eine neue Kiste oder gesagt ein neues Inventar an unserem Handelsposten. Das heißt, wir schauen uns das einfach mal so an, was es so alles gibt und was wir vielleicht nehmen würden oder nicht nehmen. Kleines Gimmick, Juli und August sind ein paar verbesserte Loots dabei. Ehemalige TCG-Pads und so weiter. Von daher gucken wir doch einfach mal rein, was es so üblich war. Fangen wir gleich mal an mit unserem Drachen oder unseren Reittieren, die diesmal dabei sind. Sehen ja schon ganz schnuckelig aus. Einmal ein Pferd mit Schwingen, Pegasus und ein kleiner Drache. Werden wir gleich sehen. Grottendrache der Neserschwingen. Grottendrache der Neserschwingen. Okay. Und wir haben hier einmal Tyrells Streitross. Ja, gucken wir mal, was es denn so gibt. Und wie wir denn das Ganze anschauen. So, was haben wir hier? Wir haben eine Waffe. Antorische Teufelsspitze. Gucken wir uns das gleich nochmal genauer an. Wir haben eine Rüstung. Ich glaube, Ensemble-Rüstung, Silvanenpirsche. Silvanenpirsche, okay. Also wahrscheinlich Leder. Sieht auf alle Fälle ganz interessant aus. Müssen wir mal gucken. So, und dann auf der Seite hier, was gibt's da? Wieder ein schnuckliges Standardschwert. Polierte Kurzschwert. Sieht jetzt nicht so prickelnd aus. So, das ist so die schnelle Übersicht. Und da gucken wir einfach mal rein, was wir hier so zusammenfinden. Noch schnell unsere Punkte schon mal reinholen. Euch haben wohl die Geister geschickt. Ich habe Und alles, auf was geht's ihr ins wollt. Reinschauen. So, Zorn des Feuers habe ich immer noch drin. Wir haben 1100 Punkte heute. Tyrells Streitross haben wir gerade gesehen. Sieht schon schnuckelig aus. Der Parler mit seiner Rüstung, mit seiner goldenen Rüstung, wäre hier auf alle Fälle richtig geil am Platz. Das wäre auf alle Fälle eine nette Sache. So, dann haben wir hier die Ensemble, das Ensemble-Lederrüstung des Sylvaner-Pirschers. Auch nicht schlecht, finde ich gut. Hat was. Mit den richtigen Rassen ist es, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Für Schurken, Mönche, Druiden und Dämonen. So. So, dann kommen wir zu dem TCG-Pad. Und zwar das Fliptral-Tiger-Junges. Ist nicht verkaufbar. Ganz wichtig. Ihr könnt es nicht im Auktionshaus verkaufen. Es ist Bind on a Equip. Könnt es nicht in eine Kiste stecken und dann verkaufen. Geht nicht. Braucht ihr nicht versuchen. So, dann Züge des Teufelskristallskorpions. So. Ist auch ganz nett. Muss man so sagen. Aber Skorpione mag ich nicht so. Und naja. Ist grün, es passt gerade zur Rüstung. Und es ist ein Bodenreittier. Kommen wir weiter zu unserer Waffe. Antorische Teufelsspitze. Ja, sieht man mal so. Antorisch, so Legionszeiten, würde ich behaupten. Ja. So, dann haben wir hier das Schwert Eroberung. Ähnliches Schwert gab es auch in einem Raid und in einem Dungeon. Ganz schnucklig. Dann die Aldori Kriegsklinge. Ja. Der Aldori Kriegskolben. Ja, wem es gefällt. Weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich das unbedingt will. Und wieder dieses Bäh. Wer auf Allianz steht, gerne. Schlund des schmuckhaften Löwen. Würde ganz gut passen zu einer Rüstung, so an Allianzrüstung so angelehnt, so. Aber nichts für mich.
So, dann haben wir hier den Helm der Wilden. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Ist es halt ein Helm? Sieht ein Wikingerhelm aus und ja, gut. Nichts für meinen Char, aber vielleicht so ein Borg oder so. So, dann Helm der Flinken. Halt in Grau. Kommen wir zum nächsten. Mephistos Rasiermesser. Mephistos Rasiermesser. Sieht ganz schnuckelig aus. Ich glaube, für einen Magier oder einen Hexenmeister würde, glaube ich, das ganz gut reinpassen. Ja, würde ich sagen. Dann kommen wir in einen Fäuste des ja, Fäuste halt, Faustwaffe. Ganz witzig. Und die Fäuste der polaren Raserei. Ganz gut gemacht. Sieht man jetzt nicht so viel. Wir nehmen sie mal weg. Rüstung verbergen. Riesending. Faustwaffe, also für DHs und für Monks. Und Schamanen. Für Schamanen würde das, glaube ich, ganz gut passen. Für die Frostrüstung, die man hat. Ich habe da schon was im Kopf, wo man das dazu machen könnte. Sieht auf alle Fälle sehr interessant aus, was man so sieht. Würde ich auf alle Fälle auch auf meine Einkaufsliste setzen, würde ich sagen. So, dann finsterer Teufelsstab. Ja, ist halt minimalistisch, nicht wahr? Ist ein Stab. Für Dudus oder irgendwelche naturnahen Klassen, die das so gerne oder Rüstungsbereich Transmogs, passt das ganz gut rein. Aber jetzt nichts, was mich jetzt vom Hocker haut. So, dann Ensemble. Violette Zierrat des Wanderers. Wir hätten einen lilaner Rücken, wa? Rein lilaner Rücken. Also so hier oben rum. Ja, um Hals sieht es richtig cool aus. Lilaner Rücken. Weiß ich jetzt nicht so. Ja. Wenn ich mir das so bei der Rüstung sogar schon ansehe, das ja, ist auf alle Fälle ein nettes Upgrade. So, dann die violette Kluft des Vagabunden. Auch ganz witzig eigentlich. Ja, hat was. Hat auf alle Fälle was. Auch wenn es lila ist. So, dann versilberter Kriegsumhang. Versilbert, weil hier oben wahrscheinlich die Sachen dran sind. Ja, mei. Eine Nachbildung der Paradeuniform generischer Waldläufer aus der Zeit von Archibald Graumähne. Okay, Allianz angelehnt. War nicht zu übersehen. Dann haben wir das polierte Kreuzschwert. Das poliertes Kreuzschwert. Hatten wir ja gerade schon gesehen. Von der Puppe her. Nichts Besonderes, minimalistisch. Aber wer es mag, gerne. So, dann haben wir prachtvoll protziger Putz. Wo haben wir den denn? Ach, hey, okay. Ja, ist halt dieses Design von Alexander McQueen, war der letzte Schrei auf Dalarans Modewoche. Ja, ist halt ein Anzug, war. Auch ein Dealer. Heute, diesen Monat scheint Dealer angehaucht zu sein. So, dann kommen wir zum primitiven. Ein primitiver Schlegel. Kommen wir zum primitiver Schlegel. Ja, ist halt primitiv. Stein, Holz, mit kleinen Goldapplikationen. Wer will es nicht auch haben, nicht wahr? Ja, von daher, das waren so die des Monats und meine dazugehörigen Einschätzungen. Ich glaube, auf meine Liste kommt auf alle Fälle. Die Mounts natürlich, also das Streithaus und der Spezialträger. Die Züge des Teufelskristalls wären jetzt nicht so mein Ding, glaube ich, aber müsste ich mir überlegen. Eroberung. Mephistos Schwert ist auch so. Bestimmt so auf die Platz 3. Platz 2 wäre das so an sich.
Und ansonsten von den Equipments halt auf alle Fälle das Assemble mal. Jetzt müsste man gucken, wie das mit einem Dudu oder sowas aussieht. Oder mit einem Mönch. Okay, bestimmt gut rüber. Dämoniker ist auch ein super Bereich. Ja, Dämoniker wird das auch ganz gut passen. Also, sagen wir so, auf alle Fälle erstmal die Mounts. Ich glaube, das Spitaltiger-Junges würde ich sogar dahin setzen. Zack. Das nehme ich auf alle Fälle mit. Nehme ich jetzt nicht gleich. Aber dann habe ich es auf alle Fälle safe. Der Hammer, da muss ich einfach mal durch auf Festung Feuerlande gehen. In Raid Feuerlande gehen. Und dann kann das auch droppen. Und dann haben wir wieder ein paar Punkte gespart. Für einen Monat, wo halt nicht so viele nette Sachen dabei sind. Tyrells Streithaus wird auf alle Fälle gekauft. Ist ein Flugtier. Und sieht richtig geil aus. Genau, das Ensemble wird wahrscheinlich mit dazukommen. Wird auf alle Fälle meine Punkte übersteigen, die ich jetzt gerade habe, aber ich kann ja noch ein bisschen was machen können. Ja, ansonsten, ja, die Umhänge sind halt nice to have. Die passen gut bei was zusammen. Aber müsste mal gucken. Muss ich gucken. Also 1, 2 und die 3 von den Waffenwehren. Ja. Das hier, wenn noch was Punkt übrig ist. Genau. So, das waren soweit meine Einschätzungen und meine ja, Eindrücke, was ich diesen Monat kaufen würde. Spektaltiges Junges ist gesaved und alles andere. Gucken wir einfach mal, wie man die Punkte zusammenbekommt, nicht wahr? Also, ich wünsche euch noch viel Spaß und bleibt gesund. Schaltet wieder ein beim nächsten Video. Ciao!